Der neue DFB-Sportdirektor Robin Dutt zu Besuch bei seinem Heimatverein. Ob er weiß, dass Halles Sven Köhler und Stuttgarts Dirk Schuster, die sich seit ihrer Kindheit in Karl-Marx-Stadt kennen, neben Gerd Schädlich die einzigen Osttrainer im Profifußball überhaupt sind? Die Hallenser in Grün mit Kapitän Mike Wagefeld. Zuletzt gegen Erfurt. Ja, zweifacher Torschütze mit der ersten Annäherung nach einer Viertelstunde. Ein ausgeglichenes Spiel, meist aber nur zwischen beiden Strafräumen. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit die Kickers mit mehr Zug zum Tor. Horvath hat Probleme nach dieser Flanke. Die HFC-Fans mit dem Saisonstart natürlich hochzufrieden. Die Gastgeber drängen nun auf die Führung. Safran Ljoglu verzieht knapp torlos zur Pause. Auch nach dem Wechsel weiter die Kickers. Leutenegger, Gondorf und Dako Horvath mit zwei super Reflexen nun im Mittelpunkt. Kaum noch Entlastung, vor allem die HFC-Offensive, ob Haug oder später Pichino, hängen in der Luft wieder Leutenegger. Und dann ist der Ball doch drin. Doch zum Glück für Halle entscheidet Schiedsrichter Stein auf Abseits. Obwohl die Stuttgarter aus dem Rücken der Hallenser kommen, also glücklich, so bleibt es beim 0:0. Bemerkenswert, Aufsteiger Halle bleibt im vierten Drittligaspiel ohne Gegentor und logisch auch ungeschlagen.